Ja, hallo. Ich bin wieder da. Montag, 25. Mai. Und heute möchte ich ein Märchen aus Russland erzählen. Russland ist sehr groß und es gibt sehr viele Märchen von dort, zum Teil lange Märchen. Das heute ist so mittellang. Weit, weit von hier. Na, nicht in unserem Reich, sondern hinter dreimal neun Reichen, im dreimal zehnten Zarenreich. Da regierte einst ein Zar in seinem Palast, in seiner Hauptstadt, der Herrscher. Und in einem kleinen Dorf, weit, weit weg von dem Palast, da lebte ein wenig abseits des Dorfes in einem Bauernhof Iwan. Iwan, ein einfacher Bauer. Und Iwan lebte da allein und in seinem Holzschuppen, das wusste Iwan, da lebte eine große Schlange. Manchmal sah er sie. Gewöhnlich, wenn er kam, entfernte sie sich. Iwan ließ die Schlange leben und die Schlange ließ Iwan leben. So ging das lange Zeit. Nun, wie ich schon sagte, in der Hauptstadt regierte der Zar, der Herrscher. Und eines Nachts, da hatte der Zar einen Traum. Er war sehr eindrücklich, dieser Traum. Und eigentlich nur kurz ein Bild. Der Zar träumte von einem großen Fuchs, der sich dem Tor des Palastes näherte. Das war alles. Und der Zar rief seine Traumdeuter, die klugen Männer, die weisen Frauen. Sie sagten auch so manches zu dem Traum, dies und das, aber nichts vermochte den Zaren zu überzeugen. Und so ließ er schließlich in seinem ganzen Reich verkünden, wer ihm seinen Traum deuten könne, der würde eine reiche Belohnung bekommen. Und auch in das kleine Dorf, in dem Iwan lebte, kam eines Tages ein Bote des Zaren und verkündete den Traum des Zaren und die Belohnung, die der Zar versprochen hatte, für eine Deutung, die ihm die richtige schien. Nun, Iwan dachte nicht daran, sich ans Deuten eines Traumes zu machen. Was sollte das? Aber als er am nächsten Tag morgens zum Holzschuppen ging, sah er die Schlange, die da im Holzschuppen wohnte. Sie hatte sich auf einem großen Stein vor dem Holzschuppen in der Morgensonne zusammengerollt und genoss die Sonne und die Wärme. Und anders als sonst entfernte sich die Schlange nicht, als Iwan näher kam. Sie blieb an ihrer Stelle und Iwan schaute sie an. Und die Schlange, ich sage euch, die Schlange sprach dazu Iwan. Iwan war ganz erstaunt, die Schlange hatte noch nie gesprochen. Aber jetzt sprach sie zu Iwan: Sss, Iwan, willst du nicht zum Zaren gehen und ihm seinen Traum deuten? Nein, sagte Iwan, ha, ich bin doch kein Traumdeuter. Iwan, ich kenne den Traum und ich kenne die Deutung. Wenn du mir die Hälfte der Belohnung gibst, die du vom Zaren erhalten wirst, sag ich dir alles. Darüber lässt sich reden, meinte Iwan. Und die Schlange sagte ihm, was sie wusste. Iwan machte sich auf den Weg, ein weiter Weg von dem kleinen Dorf bis zur Hauptstadt, bis zum Palast. Er wurde vorgelassen und er sprach: Väterchen Zar, gnädigste Majestät, ihr habt von einem Fuchs geträumt, der sich dem Tor des Palastes nähert.
Es wird eine Zeit der List und Tücke kommen. Seid achtsam. Mächtige verschwören sich gegen euch. Seid wachsam. Der Zar schaute Iwan an und nickte. Diese Deutung, die gefällt mir. Er ließ eine hohe Belohnung kommen für Iwan. Und Iwan machte sich auf den Rückweg. Und unterwegs dachte er, was soll denn die Schlange mit dem Gold? Ich werde nicht mehr zu dem Holzschuppen hingehen. Ich werde jetzt nicht hingehen und ich werde die nächsten Tage nicht hingehen. Ich brauche das gar nicht. Und er ging nach Hause. Er hatte jetzt viel Geld. Er ließ Arbeiter kommen, wie in der Nacht, als die Schlange schlief, eine hohe Mauer um den Holzschuppen bauten. So, die Schlange war weg. Iwan lebte eine ganze Zeit lang vergnügt. Der Zar, der forschte nach. Und tatsächlich, einer seiner Minister, ein Großfürst, hatte sich gegen ihn verschworen, seine Ermordung geplant. Es gelang dem Zaren, die Verschwörung aufzudecken. Die Schuldigen wurden bestraft. Der Zar konnte in Ruhe weiterregieren, bis er nach einiger Zeit wieder einen Traum hatte. Diesmal träumte er von einem langen Schwert, das am Tor des Palastes hing. Der Zar ließ seine Traumdeuter rufen. Die erzählten ihm dies und das zu dem Traum, aber es sagte dem Zar nicht zu. Nein, 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 das war nicht das Richtige. Der Zar rief einen Boten, reitet zu diesem Iwan in sein Dorf. Er hat mir den ersten Traum gedeutet, er soll mir auch den zweiten Traum deuten. So ritt der Bote in das Dorf zu Iwan. Der Zar wünscht dich zu sehen, komm. Er hat wieder geträumt, du sollst ihm den Traum deuten. Iwan erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Was sollte er jetzt tun? Ich kann nicht so schnell weg von hier, sagt er. Morgen folge ich und komme dann zum Palast des Zaren. Ich muss hier noch über diesen Traum nachdenken, bevor ich etwas dazu sagen kann. Der Bote ritt zurück und überbrachte dem Zaren die Nachricht und Iwan ließ sogleich die Mauer niederreißen und ging zu dem Schuppen. Und er hatte Glück. Auf dem großen Stein vor dem Holzschuppen hatte sich die Schlange zusammengerollt, lag da im Schein der Sonne. Iwan, hat der Zar wieder geträumt? Ja, ja, er hat von einem langen Schwert geträumt. Iwan, du hast mich betrogen das letzte Mal. Aber wenn du mir jetzt versprichst, mir die Hälfte der Belohnung zu geben, die du vom Zaren erhalten wirst, dann helfe ich dir. Ja, natürlich, ich verspreche es dir. Und die Schlange, sagte Iwan, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Und Iwan machte sich sogleich auf den Weg und ach, etlichen Tagen erreichte er die Hauptstadt, den Palast des Zaren. Der Zar erwartete ihn schon ungeduldig. Iwan, Iwan, was soll dieser Traum bedeuten? Väterchen Zar, unsere gnädige Majestät, es wird ein Jahr des Kampfes und der Gewalt kommen.
Andere Herrscher rüsten ihre Armee aus, um gegen euch Krieg zu führen. Ihr müsst euch vorbereiten. Der Zar nickte. Diese Deutung gefiel ihm. Er ließ Iwan die versprochene Belohnung geben, und Iwan machte sich auf den Rückweg. Es war viel Gold. Warum sollte er das der Schlange geben oder auch nur die Hälfte davon? Nein, nein, das wollte er nicht. Auf dem Weg kam er durch eine Stadt. Er hatte ja viel Gold. Er kaufte ein langes Messer, ein scharfes Messer. Und als er zu Hause ankam, begab er sich sogleich zu dem Stein, auf dem die Schlange zusammengerollt lag, im Schein der Sonne. »Hier bringe ich dir die Belohnung, deinen Teil davon«, rief Iwan, zog sein Messer und hieb auf die Schlange ein. Aber die Schlange war auf der Hut. Bevor das Messer sie traf, war sie schon verschwunden. Einerlei. Iwan, zur Sicherheit, ließ wieder eine hohe Mauer um den Schuppen bauen. Die Schlange zeigte sich nicht die nächste Zeit. Iwan konnte gut leben. Und der Zar, der rüstete sein Heer aus, und so war er wohl vorbereitet, als ein König eines Nachbarlandes sich mit einem anderen König verbündete und die beiden gemeinsam das Land des Zaren überfallen wollten. Das Heer des Zaren schlug sie in die Flucht. Der Krieg war rasch beendet, der Zar war sehr zufrieden. Wieder nach einer Zeit, da träumte der Zar von einer Wiese. Er ging über eine Wiese, auf der die Blumen blühten, und er sah ein Schaf neben einem Wolf liegen. Und er wunderte sich. Auch dieser Traum war sehr eindrücklich. Und diesmal fragte er nicht seine Traumdeuter. Er rief sogleich den Boten, hol mir Iwan her. Und der Bote ritt zu Iwan in das Dorf. Iwan erschrak. Ja, gewiss, ich folge euch morgen. Ich muss über diesen Traum nachdenken. Er ließ sogleich die Mauer niederreißen. Und er hatte Glück. Sieh da, auf dem großen Stein lag die Schlange, zusammengerollt im Sonnenschein und wärmte sich. Es tut mir leid, sagte Iwan, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist damals. Ist gut, meinte die Schlange. Der Zar hat wieder geträumt, nicht wahr? Ja, und Iwan erzählte der Schlange den Traum und die Schlange sagte, was sie dazu zu sagen hatte. Und Iwan begab sich sogleich in die Hauptstadt zum Palast des Zaren. Diesmal konnte er eine Kutsche nehmen, denn er war ja jetzt reich, nicht? Er hatte viel Geld bekommen vom Zaren. Er fuhr mit einer Kutsche, so war er viel schneller beim Palast des Zaren. Und der Zar erwartete ihn schon. Iwan, mein Freund, was bedeutet mein Traum? Väterchen Zar, unsere gnädige Majestät, es ist ein guter Traum. Es wird ein Jahr des Friedens geben, eine Zeit des Friedens. Ihr könnt entspannt sein und das Leben genießen. Danke, Iwan. Und der Zar gab Iwan wieder eine reiche Belohnung und Iwan machte sich auf den Rückweg und er bereute zutiefst, was er der Schlange angetan hatte. Und als er zurückkam zu seinem Haus, ging er sogleich mit der Belohnung, die er bekommen hatte, zum Holzschuppen. Und dort lag die Schlange auf dem Stein im Schein der Sonne und wärmte sich. Ich danke dir, sagte Iwan. Ich habe dich zweimal hintergangen. Einmal wollte ich dich sogar töten. Aber heute sollst du die ganze Belohnung bekommen, die der Zar mir gegeben hat. Wir hatten ja nur von der halben gesprochen, nicht wahr? Aber du sollst die ganze bekommen. Iwan,
Was bist du doch für ein gewöhnlicher Mensch. Im Jahr des Verrats, da hast du mich verraten. Im Jahr der Gewalt, da wolltest du mich töten. Und nun, im Jahr des Friedens, willst du mir alles geben, Ivan. Du bist offenbar nicht anders als alle anderen. Ich brauche dein Gold nicht. Leb wohl, Ivan. Und die Schlange verschwand. Aber Ivan rief, warte, warte, warte. Sie kehrte zurück. Was noch? Ich verstehe das nicht. Bin ich wirklich so, einfach wie alle anderen und tu das, was alle tun, ob ich es will oder nicht? Wer bin ich dann eigentlich? Eine gute Frage, Ivan. Willst du sie wirklich gegen eine Antwort tauschen, die vielleicht nicht so gut ist? Ivan, die Fragen bringen uns zusammen. Die Antworten trennen uns. Leb wohl, Ivan. Und die Schlange verschwand, und Ivan stand da und dachte nach. Er hat danach in Reichtum, in Wohlstand gelebt. Er hat die Schlange nie mehr wiedergesehen. Er hat jeden Tag darum gebetet, dass der Zar ihn nicht wieder für die Deutung eines Traumes rufen lässt. Und er hat Tag für Tag überlegt, wer er eigentlich ist. Ja, wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Wer bist du? Eigenständig? Oder verwoben? Oder beides? Gute Fragen. Wollen wir sie mit Antworten tauschen? Die Fragen bringen uns zusammen, indem wir darüber nachdenken und forschen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und sage auf Wiedersehen, voraussichtlich bis Mittwoch. Ich denke, dass es dann wieder ein Märchen gibt.